Herzlich willkommen zurück beim Festival TV Achtung Berlin. Heute ist bereits der dritte Tag des 11. Achtung Berlin Festivals. Ich stehe hier am Rosa-Luxemburg-Platz beim Kino Babylon, denn hier findet heute das Cinematch 2015 statt. Beim Cinematch werden dieses Jahr 5 Spielfilme und 4 Dokumentarfilme vor einer ausgesuchten Jury gepitcht. Beim Pitchen geht es darum, in kürzester Zeit Filmproduzenten und Filmemacher für seine Idee zu gewinnen, damit man sie in die Tat umsetzen kann. Und wir sind heute hier, um einen weiteren Einblick ins Filmemachen zu bekommen und gehen da mal rein und schauen uns das mal an. So, und da habe ich sie auch, das Herz und die Seele von Cinematch. Stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor, den Leuten, die euch noch nicht kennen und dieses Jahr vielleicht zum allerersten Mal einschalten. Ich bin Luca und das ist Kathi. In welcher Funktion seid ihr denn bei Cinematch? Also was sind eure Aufgaben? Wir leiten das Programm seit 3 Jahren jetzt. Also ihr geht die dritte Runde dieses Jahr bei Achtung Berlin mit rein. Was ist euch so wichtig an dem Programm, an dem Projekt Cinematch und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir machen das, weil wir nur ganz wenig die Filme im Kino sehen, die wir eigentlich sehen möchten. Aber wir wissen, dass es diese Stoffe gibt und dass es auch die Filmemacher gibt, die das machen wollen. Und wir wollen dazu beitragen, ja, dass wir mehr von den Filmen im Kino sehen können, die wir sehen möchten. Dieses Jahr war es ja eine Präsentation, eine Projektpräsentation, letztes Mal ein Pitch. Warum ist das diesmal anders? Nee, also es ist, glaube ich, wichtig, da zu sagen, dass wir immer wieder auch unsere eigenen Arbeit überdenken. Und letztes Jahr war es auch kein Pitch, sondern wir hatten auch die Möglichkeit gehabt, sozusagen mit einem Expertenpanel dann direkt über die Projekte zu sprechen. Wir haben dieses Jahr eine andere Ausrichtung, dass wir die Projekte zu Anfang unseres Programms vorstellen und nicht zu Ende des Programms. Und da haben uns überlegt, dass wir uns von diesem üblichen Pitch-Gedanken lösen wollen und dass es eher darum geht, sich gegenseitig kennenzulernen, sich auszutauschen und das auch zu öffnen für das Publikum, dass man dann direkt auch sich verbinden kann mit den Projekten. Und die Projekte, die ihr heute vorgestellt habt, wo findet man die denn? Ab wann kann man sich die mal angucken, wenn man interessiert ist vielleicht an neuen Projekten als Filmemacher? Also wie gesagt, wir haben das heute zum ersten Mal im Rahmen von Achtung Berlin präsentiert. Die Projekte, es sind 5 Dokumentarfilme und 4 Spielfilmprojekte, die wir dieses Jahr unterstützen, gehen jetzt erstmal sozusagen, haben die Möglichkeit in einem Raum sich gegenseitig nochmal zu erweitern und zu entwickeln. Die Projekte werden jetzt 3-4 Monate lang sozusagen entwickelt. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir nochmal im Herbst in die Öffentlichkeit gehen und die Weiterentwicklung der Projekte dann auch vorstellen und da auch wiederum dann versuchen, diesen Netzwerkgedanken fortzuführen. Das heißt, das sind öffentliche Veranstaltungen, zu denen ihr alle kommen könnt, wenn ihr euch für unseren Newsletter eintragt. Dann sag doch mal, wo findet man den Newsletter? Unter www.cinematch-berlin.de oder Kontakt. Ja? Wunderbar, dann wisst ihr alle Bescheid und ich hoffe, ihr werdet euch schön dort anmelden bei dem Newsletter, damit ihr alle immer schön informiert seid und die neuesten Projekte sehen könnt. Ich danke euch für das Interview und wünsche nochmal ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Alles klar. Und dein Projekt handelt wovon? Es heißt Luchadoras, das heißt auf Deutsch Kämpferin. Und es geht um eine Gruppe von bolivianischen Wrestlerinnen, die sozusagen für ihre Rechte kämpfen, während sie ihre traditionellen Röcke und Kleider im Ring tragen, anstelle von anderen Kostümen, wie man das sonst so gewöhnt ist. Also wir haben ein Langspielfilmprojekt präsentiert, das heißt Weaving, Thieving, Spiderfly. Es geht um 2 miteinander geflechteten Geschwister, Halbgeschwister, die sich in eine labyrinthische Hausgefängnis finden, weil ihre ursprüngliche Familiengeschichte sie da auf eine magische Weise gefangen hält. Wir haben eine Webserie vorgestellt, heute beim Cinematch-Gespräch.
Und in meiner Webserie geht es um eine junge Griechin, die zusammen mit ihrer WG in Berlin um das Überleben im Alltag und die große Liebe kämpft. Und das war's heute auch schon wieder hier bei Achtung Berlin vom Cinematch 2015. Wir haben mal wieder ein paar interessante Eindrücke vom Filmemachen mitnehmen können heute. Und wenn ihr selber etwas über die Branchentage hier erfahren wollt, dann schaut doch einfach nach bei Achtung Berlin und zwar auf www.achtungberlin.de oder holt euch das Programmheft hier im Rosa-Luxemburg-Platz aus dem Babylon. Morgen sind wir dann beim Kamera-Workshop von 25P Cine Support. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage gute Nacht, eure Silvia.